Diese Sprache ist top-down in die Bevölkerung hineingetragen worden. Und das ist der... Das ist der große Unterschied zu sich entwickelnder Sprache, die nämlich aus der Bevölkerung heraus sich verändert. Wenn Sie sagen, top-down würde das verordnet, das kann ich für uns beim NDR nicht sagen. Es gibt keine Verordnung, dass bei uns gegendert werden muss. Tut mir leid. Also das ist schlicht falsch. Das stimmt schlicht nicht. Also bei uns gibt es keine Ansage top-down. Was Sie meinen, ist allerdings, glaube ich, wenn ich es einmal interpretieren darf, dass Sprache bewusst verändert wird, um etwas zu erreichen. Das ist richtig. Aber das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das kommt nicht aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Innerhalb der Gesellschaften wird das umgesetzt. Also, wenn an Hochschulen, wie man hört, es darauf ankommt, dass gegendert wird, damit es keinen Punktabzug gibt, dann hat das nichts mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun. Was Sie monieren, ist ein gesellschaftlicher Trend, aber dafür sind wir nicht immer allein verantwortlich. Also insofern... Herr Dr. Kühn, es wäre schön, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk darüber speziell mehr berichten würde. Das können wir, sicherlich, klar. Also solche Anregungen nehmen wir auch gerne auf, so ist es ja nicht. Aber darauf wollte ich hinaus, nicht, dass Sprache verändert wird, um etwas zu erreichen, aber das ist sozusagen nicht, das machen wir nicht. Es gibt bei uns keine Top-Down-Ansage, dass jetzt gegendert werden muss. Ilka Steinhausen hat es auch gerade fürs Landesfunkhaus ja beschrieben.